Grüß Gott bei L-Mode. Kommt mit. Guten Morgen und herzliches Willkommen aus der L-Mode Masse- und Qualitätsküche. Heute habe ich einen stabilen, nicht veganen Test für euch. What is vegan? No animal product. Why you don't know how to enjoy life? No vegan product. Go away, go away. Ich denke, bei diesem Geräusch, da kommt ihr alle sofort drauf, um was es heute geht. Nach vielen dummen Sprüchen und vielen dummen Witzen frage ich mich wirklich schon lange, ist der Markus Rühl Thunfisch-Protein-Shake wirklich so stabil? Oh, Schulze, ja, brutal. Für den Shake bedarf es lediglich wenigen Bestandteilen. Einer stabilen Dose Thunfisch, stabilen Reiswaffeln und was es natürlich auch bedarf, Salz und Pfeffer und natürlich Wasser. Dieses stabile Meisterwerk der Markus Rühl Wissenschaften ist natürlich einfach zubereitet. Man nimmt eine Dose Thunfisch und da hat man ungefähr 50 Gramm Eiweiß. Das bedarf es einfach. Die haut man komplett da rein, auch mit dem Wasser. Dann nimmt man Reiswaffeln, das sind kleine, deswegen habe ich drei. Ihr könnt auch eine nehmen, eine dicke. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Okay, die tut nicht. Pfeffer. Und dann hauen wir hier mal deftige 300 ml Wasser drauf. So circa. Ja, und los geht's. Also das war's. Es muss hier so eine locker flockige Konsistenz werden. Boah. Heute muss alles schön aussehen. Ja, leck mich doch am Arsch. Fressen muss das. Ich bin jetzt wirklich etwas aufgeregt. Und traditionell muss man den Shake natürlich direkt aus dem Mixerglas trinken. Das bedarf es einfach. Alles andere ist einfach zu riskant. Also es riecht schon heftig nach Thunfisch, aber ja, was soll's. Oldschool, scheiß drauf, rein damit. Ey, das schmeckt gar nicht übel. Thunfisch, Reiswaffel, easy. 50 Gramm Eiweiß und Kohlenhydrate, mega geil, das bedarf es einfach für Masse und Qualität. Wir haben uns drei Dosen Thunfisch reingeballert, ohne einen Gedanke zu verschwenden, ob das schmeckt. Also mein Fazit zu diesem Protein, Thunfisch-Protein-Shake, mega geil, kann man auf jeden Fall easy going trinken, schmeckt gut, wie es Marc schon gesagt hat. Mir geht es genauso, diesen ganzen süßen Schoko, Erdbeer, Vanille, Kokos, was weiß ich, Banane, Eiweiß-Shake-Geschmack, ich kann es nicht mehr trinken, da kommt mir echt die Brühe langsam hoch. Ey. Der Thunfisch-Shake ist echt eine mega Alternative und auch echt günstig und man hat halt auch mega hochwertige Proteine. Wenn man überlegt, was kostet eine Dose Thunfisch, 1 Euro Reiswaffeln, die kosten ein paar Cent, Wasser kostet nichts, Salz, Pfeffer, die Prise kann man auch nicht runterrechnen. Was ich noch vielleicht tun würde, ich würde Ingwer reinmachen noch. Bisschen gefrorenen Brokkoli und ich glaube, dann kann man dem Ganzen noch ein bisschen einen besseren Touch geben und man hat direkt die Enzyme durchs Brokkoli, kann das Eiweiß besser verwertet werden und man hat eben auch was Grünes in sich, not vegan, aber auf jeden Fall ein paar Vitamine noch drin durchs Brokkoli, mega, Hammer, ich kann es euch nur empfehlen, ich weiß gar nicht, was alle anderen da haben, mega geiles Zeug. Komm in den Markus Rühl Lifestyle. Also genug Masse-Shakes, No Vegan und Markus Rühl für heute. Ich hoffe, euch hat das stabile Video gefallen. Jetzt seid das nächste Mal wieder mit dabei. Also Leute, bleibt fit, bleibt stark, bleibt gesund. Geht ins Training und trinkt den Markus Rühl Thunfisch-Protein-Shake. Also bis zum nächsten Mal.